Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge aus Kalifornien, hier aus Indian Wells für euch. Eigentlich haben wir gute Nachrichten. Die Schlichtung bei Lufthansa ist gestartet, aber die bessere Nachricht ist, bei Brussels Airlines fliegt die Pilotenstreikgeschichte aus dem Programmfeld aus wegen ist nicht. Dann haben wir schlechte Nachrichten hier aus der Westküstenregion, wenn man Seattle weiter hoch geht. Dann muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass ihr bei Boeing das FBI im Hause habt und es liegt an Alaska Airlines. Des Weiteren gibt es so ein heiteres Stühlerücken, das heißt also oben werden mehrere Sitzplätze frei. Selbst der CEO Dave Calhoun, der vom Scherbengericht anscheinend seinen Namen, also den ersten Buchstaben auf den Scherben hatte, geht. Aber leider erst Ende des Jahres oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Wir haben dann als letztes Thema die Thematik British Airways Boarding Gruppe 0 und Boarding im Allgemeinen. Ich hatte mit einem Kollegen da heute auch drüber gesprochen, der einen Beratungsbedarf hatte in Bezug auf Kreditkarten, weil ihm halt die DKB weggebrochen ist und er möchte amerikanische Kreditkarten machen. Und alle, die sagen, es geht nicht mit ohne großen Aufwand, es dauert 20 Minuten. Dann habt ihr amerikanische Kreditkarten. Aber wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Schreibt mir unter der Nummer, wenn ihr amerikanische Kreditkarten haben wollt oder wenn ihr da wissen wollt, was es für Optionen gibt. Wir haben da mehrere Lösungswege. Es gibt ein kleines Paket, es gibt ein großes Paket, aber es gibt auch Wege, wie ihr es selber machen könnt, wenn ihr sagt, hey, ich will es nicht über euch machen. Auch kein Problem. So, das erste Thema fängt an, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt und Kanalmitgliedschaft. Also, geht direkt weiter. Dann haben wir heute noch ein Reisetag. Ich werde heute noch mal etwas weiter hier wegfahren und dann quasi verreisen. Hätte ich fast gesagt, quasi an die Küste wieder gehen, aus der Wüste raus. Wird lecker warm hier, deshalb. Jetzt gucke ich gerade, weil ich in voller Glücklichkeit dachte, ich mache hier den Abspann, aber er ist mit mir bockig. Also ich wollte noch nicht den Abspann machen, nicht, dass er Angst bekommt. Aber muss ich manuell machen. So, das erste Thema jetzt. Und zwar das erste Thema ist natürlich die Lufthansa-Schlichtung, die hinter verschlossenen Türen stattfindet, was gar nicht mal so schlecht ist, weil hinter verschlossenen Türen wird jetzt erstmal dort Gas gegeben. Interessant finde ich nur, dass der Kollege Bodo Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, die verantwortlichen Schlichter sind. Die sind in einem Hotel am Frankfurter Flughafen zusammen getroffen. Ich bin mal gespannt, welches das war. Wer von euch weiß, welches das Hotel war, kann es natürlich schreiben. Ich habe da so mal einen Verdacht. Ich denke mal, dass es das Sheraton oder das Marriott ist. Oder Hilton. Also, da könnt ihr ja sagen. Und wichtig ist natürlich, dass es da keine Wasserstandsmeldungen gibt, weil man Stillschweigen vereinbart hat. Ich finde, dass das ein gutes Zeichen ist, dass da endlich mal Bewegung kommt. Aber im Moment ist halt wirklich Friedenspflicht. Und da erstmal Ruhe im Karton. Ihr könnt ja unten kommentieren, ob ihr auch froh seid, dass es da jetzt erstmal etwas weniger Randale gibt, um da ehrlich zu sein. Das heißt also, dass da Ruhe und Stillstand eingetroffen ist. Wo auch Stillstand ist, ist bei Brussels Airlines. Der Streik ist Geschichte. Der Streik wird nicht passieren. Man hatte ja für Mittwoch, glaube ich, einen Streik angekündigt und wollte da mehrere Tage, nämlich vom 27. bis zum 30. März, streiken. Das fällt Gott sei Dank aus, wegen ist nicht, weil man sich geeinigt hat. Und da ist es so, dass man natürlich jetzt da die Einigung hat. Es steht eine Verbesserung der Bruttovergütung natürlich im Vordergrund. Ich bin mal gespannt, was da die Zahlen sind. Da gab es nichts, aber es soll in den kommenden Tagen mitgeteilt werden. Man ist bei den Piloten also glücklich. Das heißt also, es wird da kein Streik stattfinden. Und da muss man dann ehrlicherweise auch sagen, wir freuen uns für Brussels, dass da Ruhe im Karton ist. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was da ist. Also man kann jetzt natürlich böswillig sagen, naja, warum haben die sich da geeinigt? Wenn es ein Bodenpersonal oder Kabine wäre, hätte das länger gedauert. Muss man jetzt ehrlicherweise auch so nicht, kann man auch so nicht sagen, weil es natürlich immer in Relation stehen muss und da auch das Gesamtpaket angeschaut werden muss. Eventuell ist es so, dass es
da bei der Laufzeit oder bei den Zahlen halt eine schnellere Einigung möglich war. Und wir wissen ja auch selber nicht genau, wie es ist. Wichtig finde ich auch oder interessant finde ich auch an dieser Stelle zu erwähnen, vielleicht ist so eine deutsche Gewerkschaft etwas aggressiver unterwegs, weil sie halt ihre Position verstärken wollen und da könnte es auch ein Grund sein. Also da könnt ihr auch kommentieren, ob ihr sagt, dass zum Beispiel die Verdi, ich weiß es nicht, da eventuell mehr ihre Position verstärken will und mehr ihr eigenes Ego bespielen möchte. Wer auf jeden Fall Ego bespielen möchte, das sind die Freunde in Brüssel, habe ich das Gefühl. Weil da kommt weder Fisch noch Fleisch. Und das ist halt so, dass es kein weißen Rauch gibt im Sinne für ITA bei der Übernahme der Lufthansa, wobei es sind ja im Moment nur 41%. Die EU-Kommission hat halt Bedenken in Bezug auf Wettbewerb. Und da ist es so, dass man die Auffassung hat, dass das geplante Geschäft den Wettbewerb auf bestimmten Strecken in und aus Italien ja, einfach killt, dass es da keinen Wettbewerb gibt. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, das haben wir ja schon gehabt auf der Strecke München-Zürich zum Beispiel bei der Swiss-Übernahme und solchen Sachen. Kann man verstehen, man kann aus den Fehlern lernen. Ich bin da mal gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt, ob ihr sagt, ja, das machen die richtig bei der EU. Denn irgendwie möchte man da wirklich, dass man bei der Lufthansa, bevor sie die Komplettübernahme in drei Zügen macht, sofern alle Maßgaben gegeben sind, dass man da halt wirklich richtig harte Zugeständnisse haben will im Transatlantikverkehr, aber auch im Verkehr innerhalb Italiens, innerhalb Europas. Da gibt es halt viele Probleme in Sicht oder aus Sicht der EU. Und ja, manchmal, also ich kann euch ja ehrlicherweise nicht sagen, wie ich da fühlen soll. Ob da mein deutsches Herz sagt, ja, Lufthansa, dann sollen die die ITA übernehmen und Alitalia wieder auferlegt stehen lassen, weil sie haben ja kein schlechtes Händchen gehabt mit Austrian, mit Swiss und mit Brussels. Auf der anderen Seite, für uns als Verbraucher ist das natürlich sehr, sehr blöd, wenn wir diese Dominanz der Lufthansa haben, was natürlich unsere Preise, ja, nennen wir es einfach mal, zu unserem Nachteil sind. Wer auch einen Nachteil hat, das sind die Freunde von Boeing. Die haben jetzt aufgrund des Fluges, oh, ich hätte jetzt fast gesagt, oh, nein, es ist AS, und zwar ist es AS1282, das ist der berühmt-berüchtigte Türstopfen. Heißt also, bei dem Abflug, wo der Türstopfen sich verabschiedet hat und Gott sei Dank keiner zu Schaden gekommen ist, ist das FBI im Haus. Die Bundespolizei sagt, dass es dort natürlich Probleme gab, weil die MAX 9, die den Türstopfen verloren hat, aufgrund von einem Verbrechen in Anführungsstrichen stattgefunden hat. Das FBI hat jetzt Briefe verschickt, dass es dort strafrechtliche Untersuchungen gibt. Auch ist es so, dass das Schreiben höchst problematisch ist für Boeing, weil ich zitiere, Passagiere und Crew könnten möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden sein und der Fall wird vom FBI untersucht, sagt die Seattle Times. Und wenn man sich das halt anguckt, ist es so, dass natürlich auch noch mehr Defizite festgestellt worden sind. Wir erinnern uns an die 85, keine, knapp über 80 Tests oder Themen, die geprüft worden sind. 33 hat man komplett verkackt. Und dass man jetzt das FBI im Hause hat, ist natürlich ein Riesenthema. Und da muss man dann halt ehrlicherweise sagen, ist jetzt nicht so unbedingt für Confidence. Und da können wir dann auch direkt wieder ins nächste Thema einsteigen, weil nämlich der Herr Calhoun, Dave Calhoun, man muss sich dann auch wieder einen neuen Namen merken, wer der CEO wird. Und daran merkt ihr, dass der CEO geht. Und zwar ist es so, dass Dave Calhoun geht und der Verwaltungsratschef Larry Keller geht auch. Er ist für die Verkehrsflugzeugsparte verantwortlich. Und da wird es halt jetzt nochmal Bauernopfer geben. Oder aber auch das richtige Opfer, weil ich sag mal so, bekanntlich stinkt der Fisch immer vom Kopf. Und da, wenn Shareholder Value und so weiter in dem Hauptfokus ist, dann seht ihr, dass das jetzt nicht unbedingt immer das Beste für die Firma ist. Und sein Vorgänger Dennis Muhlenberg, den er ja Anfang 2020 ersetzt hatte, ist natürlich auch das zweite Opfer, denn der Kollege ist ja auch gegangen wegen der 737, weil er die 737 Max-Veranstaltung da relativ scheiße, muss man ja ehrlicherweise sagen, gemanagt hat.
Und dass sie es jetzt immer noch nicht hingekriegt haben, dass Mollenberg und er jetzt das da machen, dann ist das natürlich so, man kann das so sagen, wie man will, dass das jetzt vom Dave Calhoun die persönliche Entscheidung ist und er wollte das und er will gehen und bla bla blub blub blub. Und er versucht das ja auch noch zu unterstreichen, dass er nicht heute oder morgen geht, sondern erst am Ende des Jahres. Der hat's verkackt. Also das ist halt einfach das Thema. Er hat's verkackt und damit muss man halt dann gehen. Und ich denke mal, dass das für Boeing relativ gut ist, dass das jetzt passiert. Denn es ist so, dass man da natürlich das Unternehmen stabilisieren muss und dass man halt wirklich gucken muss, dass man dort das Schiff wieder weiter nach vorne bringt oder das Flugzeug, je nachdem, wie man das jetzt will. Und wenn man in den USA die Presse liest, dann ist das so, to complete the critical work underway to stabilize and position the company for the future. Ja gut, aber es kann ja auch ein Schritt da sein, die Firma zu stabilisieren, wenn man geht. Na, also das heißt ja nicht nur, dass man da krampfhaft bleibt. Und das andere Thema ist natürlich, dass man auch sagen muss, dass Stan Steele, der jetzt geht, der wird nämlich, das ist der Verkaufstyp, der wird ja ersetzt von Stephanie Pope. Und sie war der COO, also Chief Operating Officer. Und das ist halt so, dass sie Boeing Global Services war. Also das heißt, da gibt es schon eine Rochade beim Verkauf, aber wir haben ja noch unseren Freund Michael O'Leary im Hinterkopf von Ryanair, die sind eh bis 2030 ausverkauft, der muss keine Flugzeuge kaufen, sondern er muss seinen Laden in Order bringen und das ist auch so. Und Larry Keller, das war übrigens der ehemalige Continental-CEO, nur so mal als Randbemerkung, sagte, dass er nicht wiedergewählt werden möchte. Und Steve Mollenkopf, der Kellner als Boardchair dort auch ablösen will, ist so, dass man dort jetzt den neuen CEO sucht. Also ich weiß nicht, wie man den CEO jetzt finden möchte. Ich denke mal, man sollte ein Zeichen setzen und einen CEO nehmen, der aus der Qualitätssicherung kommt. Nur so viel dazu. Das letzte Thema für heute, bevor ich mich auf die Reise an den Pazifik wieder mache, ist so, dass British Airways eine Reisegruppe 0 einführt. Und man kann jetzt natürlich sagen, die ganzen Boardinggruppen, die es gibt, ich glaube, Boardinggruppe 9 gab es bei American Airlines. Das ist ja wie eine Seuche, die Boardinggruppen. Bei Lufthansa gibt es ja auch die Boardinggruppe 1 bis 5 und sogar eine Pre-Boardinggruppe, die man basically auch Boardinggruppe 0 nennen kann. Da ist es ja dann so, dass man die Senatoren in die 2 geschickt hat und die Hons in der 1 bleiben und die Horn alleine. Aber wenn dann die Boardinggruppe 1 und 2 gemeinsam aufgerufen werden, ist das ja wieder konterkariert. Und vor allem in der 2 sind ja auch die Business-Class-Vollzahler, deshalb ist das mit dem Status da nicht ganz so gelöst. Aber bei der neuen Boarding-Gruppe, die ab 26. März auf allen Flügen eingeführt werden soll, die ja auch übrigens bei British Airways getestet worden ist, ist es so, dass man natürlich dort ganz klar sagen kann, dass man diese Boarding-Gruppe für Goldkunden haben möchte und Gold-Guestlist. Und ich bin da schon gespannt, wie man das hinkriegen will, weil Boarding ist natürlich schon manchmal ein großes Kino, wenn die Leute hinlatschen, Merp, geht nicht, it's not your boarding group. Und das ist dann natürlich relativ schwierig. Bei Lufthansa ist übrigens auch das Pre-Boarding, fällt mir gerade ein, für Exit Row. Also das heißt, der kleine Hack am Rande, wer keinen Status hat oder einen Status haben möchte, der vor den Hons boarden möchte, kauft sich einfach eine Exit Row. Damit kommt man direkt als erstes mit an Bord und ist dann Pre-Boarding, ist also auch dann in der VIP-Gruppe. Und ich bin dann gespannt. Aber wenn man jetzt natürlich ehrlich sein kann, es gibt ja noch eine Gruppe vor der Gruppe, das sind ja die Kinder oder die Leute, die Hilfe brauchen. Kann man jetzt sagen, das ist unfair, das wäre jetzt auch so der Hack mit dem Wheelchair-Service. Und da müsste man mit Max nochmal eine Sendung machen. Grüße übrigens nach Frankfurt. Freue mich auf die Sendung, wenn wir die mal machen. Da ist es halt so, die kommen vorher rein. Warum? Weil sie Hilfe brauchen, weil man den Gang, wenn man mit dem Wheelchair durch muss und so weiter und so fort, natürlich auch blockiert. Und deshalb ist das auch in meinen Augen richtig, dass man halt das so macht, dass man die Leute preboarden jetzt auch mit Kindern, weil wer Kinder hat, weiß, dass das nicht unbedingt einfach ist, so einen Sack Flöhe zu organisieren und bis man alles eingeordnet hat und, und. Und deshalb ist es auch für die anderen Passagiere, wer sich darüber beschwert, fast sogar besser, wenn die Kinder vorher einsteigen, weil dann ist mehr Ruhe im Karton.
Heißt also, man ist dann organisiert im Sitz schon und so weiter und so fort. Und das macht das Boarding wesentlich schneller. Also ich denke mal, auf jeden Fall ist es dann in meinen Augen gar nicht mal so dramatisch, dass die vorboarden. Aber hier könnt ihr jetzt die Frage des Tages beantworten. Und zwar, wie findet ihr die ganzen Boardinggruppen über alle Fluggesellschaften weg, nicht nur British Airways mit der Null oder mit der Pre oder wie auch immer bei der Lufthansa das heißt? Und welche Boardinggruppe fehlt aus eurer Sicht? Und kein Spark-Pökes jetzt machen, jetzt nicht irgendwie irgendwas mit der Buchstabenmafia oder sonst was machen. Und welche Boardinggruppen findet ihr zu viel? Oder sagt ihr, nee, macht die Boardinggruppen doch ganz einfach, so wie es war. Fenster, Mittelsitzplatz und dann Gang. Also im Prinzip hinten anfangen am Fenster, bis dann nach vorne, wenn es 28 Reihen gibt, von 28 A und F anfangen, wenn es jetzt ein Narrowbody ist, und dann runtergehen. Ah, es sieht auch sehr cool aus, ne? Runtergehen an den Fenstern entlang bis zur 1A und dann geht man die B-Reihen durch und dann geht man die C-Reihen durch und dann kongruent natürlich auf der anderen Seite mit D und E und dann ist der Käse gelutscht. Oder sind wir Statuskunden, die das Boarding so kaputt machen, weil man es so nicht machen kann? Also, hier eure Meinung gefragt. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bei der Sendung. Ich gebe euch jetzt natürlich, nachdem ihr den Kanal abonniert und die Glocke anmacht und ein Like da lasst, logischerweise meine Liebe, ein Outro und ihr gebt mir Like, Kanalmitgliedschaft und alles andere. Also bis morgen und bei Fragen hier. So, Outro.